Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Adams das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier im Thüringer Landtag. Eine schwierige, eine engagierte Debatte liegt, und als letzter Redner kann ich das fast sagen, hinter uns. Ich will ganz kurz eingehen auf das, was hier schon gesagt wurde, weil man ja nicht als Fünfter eine Rede halten kann, als ob man als Erster dran gewesen wäre. Ich finde es bemerkenswert, Herr Kollege Genzel, dass Sie 2/3 Ihrer Redezeit dafür verwendet haben, andere Gesetze zu kritisieren. Ich kann das nur so deuten, dass Sie Argumente für Ihr Gesetz nicht gefunden haben und die Zeit auffüllen haben müssen. Und zur Klarstellung ist ja eines noch nötig. Sie haben gesagt, das grüne Gesetz sei ein krudes, weil man hier, erst die Personen austauschen und dann das Amt neu bilden und auflösen wolle. So steht das ja gar nicht in unserem Gesetz. Sinn macht das ja nur, wenn man es andersrum macht. Man beendet die Arbeit des jetzigen Amtes durch Auflösung, und so steht es im Gesetz. Und dann bildet man es neu, und zwar mit neuen Leuten, weil es sonst kein neues Amt wird. Und Sie haben keine Antwort darauf, wie Sie das machen wollen. Entschuldigung. Sie haben keine Antwort. Sie sagen hier im Plenum, dass Sie mit neuen Leuten dort arbeiten wollen. Sie sagen hier im Plenum, dass Sie auf die Abteilungsalterebene gehen sollen. Und wer macht das? Wo steht das? Dass das das Ziel dieses Gesetzes ist, steht nirgendwo. Da liebe ich mir ein Gesetz, das vielleicht Ihrer Meinung nach krude ist, das aber klar sagt, was man machen will. Und bei uns steht es drin, wir werden mit neuem Personal beginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn ein Weiter-so kann es nicht geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, die Herr Genzel hier versucht hat darzustellen, dass es sich um eine grundsätzliche Neustrukturierung geht. Fragen wir uns doch mal ganz einfach, was ist denn neu? Ist der Controller neu? Nein. Ist das eigenständige Amt im Ministerium neu? Nein. Ist es neu, dass der Minister über dem Präsidenten steht? Nein. Haben Sie irgendetwas an den nachrichtendienstlichen Mitteln geändert? Nein. Was ist das Neue in Ihrem Gesetz? Nichts. Gar nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass dieses Gesetz den Landtag nicht verlässt, wie es hineingekommen ist. Und ich danke Herrn Koppe, der sehr deutlich eines gesagt hat. In der Vergangenheit hat die Aufsicht versagt. Und beim Fall Trinkaus, und das darf hier auch mal gesagt werden, so deutlich, wie es Herr Genzel gemacht hat, beim Fall Trinkaus war es der heutige Staatssekretär, der als Abteilungsleiter für die Fachaufsicht zuständig war, und er hat in der Fachaufsicht versagt. Das muss hier deutlich gesagt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Kalisch, ich will einen Großteil meiner Zeit wirklich noch mal darauf verwenden, auf die Frage, warum es einen Verfassungsschutz geben soll. Sie bestreiten das? Das ist okay? Und Sie versuchen uns dabei, unlautere Dinge zu unterstellen, dass wir es toll finden würden, wenn bespitzelt würde oder so. Ja. Es ist aber nicht toll, wenn gespitzelt wird. Es gibt nur eine Frage, wie wir zum Trennungsgebot stehen. Und Sie haben selbst gesagt, das Trennungsgebot ist ein wichtiger Grundsatz. Ich habe nur nicht verstanden, was Sie hinterher argumentiert haben, wie das mit der Polizei und so weiter sein sollte. Das Trennungsgebot ist sehr klar. Das Trennungsgebot sagt eines. Die Polizei hat keine nachrichtendienstlichen Mittel. Sie ermittelt im Wesentlichen offen. Da kommt der Polizist und sagt, guten Tag, wir sind von der Polizei. Wo waren Sie gestern Abend? Aber natürlich nur, wenn es einen echten Verdacht gegen jemanden gibt. Und dann gibt es einen Teil, wo wir sagen, es gibt ganz gefährliche Strömungen, die den Staat angreifen. Und nicht, weil uns der Staat so liebt, weil wir die Institution so lieben, sondern weil dieser Staat Garant unserer Grundrechte ist. Es gibt keinen anderen Garanten unserer Grundrechte als den Staat. Und dem muss sich die Linke auch stellen, gerade wenn man Regierungsfähigkeit dokumentieren will. Und die zeigen Sie in dem Fall überhaupt nicht.
Im Fall der inneren Sicherheit haben Sie keine regierungsfähigen Antworten zu bieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es wichtig, wenn man zum Trennungsgebot steht, dann braucht man zwei Dinge. Dann braucht man zwei Dinge. Das ist einmal die Polizei und jetzt sagen Sie mir, wie Sie das andere nennen wollen. Und dann füllen wir diesen Begriff mit Aufgaben. Und dann werden Sie sehen, dass es etwas geben wird, was ein Inlandsnachrichtendienst ist. Und der muss nicht kriminell sein, der muss nicht IGIT sein, sondern er kann demokratisch kontrolliert werden, wenn wir das wollen, wenn wir Anstrengungen unternehmen. Ich glaube, das ist so ein wunderbares Argument. Sagen Sie mir ein Beispiel. Das liegt in der Situation des Geheimdienstes. Und ich sage Ihnen, dass es in Deutschland keinen terroristischen Anschlag nach dem 11. September gegeben hat. Wissen Sie, Frau König, Sie mögen diese Sicherheit geringschätzen, aber auch Sie sind in dieser Sicherheit und Sie können diese Sicherheit nutzen. Wir werden diese Sicherheit nicht aufs Spiel setzen, Frau Kollegin König. Nichtsdestotrotz, dieses Gesetz ist keine Reform, nicht einmal ein Reformchen. Grundlegende Neuausrichtung war die Überschrift, aber Sie haben nicht wirklich etwas geändert, Sie haben nur Kosmetik vorgenommen. Zum Teil folgen Sie den Anregungen aus Nordrhein-Westfalen, wo unter Fachleuten unbestritten ein Gesetz geschaffen wurde unter Rot-Grün, das das fortschrittlichste Sicherheitsgesetz ist, in Polizeigesetzgebung wie auch in der Verfassungsschutzgebung. Zum Teil bleiben Sie dahinter weit zurück. Grundlegende Fragen wie die Debatte um die Kritik der nachrichtendienstlichen Mittel, Einsatz der V-Leute, Kontrolle der Fachaufsicht, dafür haben Sie keine Antworten. Sie sagen, der Controller, das ist etwas Neues, er ist vollkommen unabhängig, er ist wie früher immer noch dem Präsidenten zugetan, also unterstellt und zugeordnet, als Leitungsgremium vielleicht nicht mehr, aber als eigenständige Person auch nicht. Er ist dem Präsidenten untergeordnet. Und dieser Controller hat keine Sanktionsmöglichkeiten. Sagen Sie mir mal, wie Sie damit Kontrolle stärken. Ich kann das nicht sehen. Die grundlegende Neuausrichtung, Sie haben hier keine Reform vorgelegt, sondern haben sich in einer Pseudodebatte um den Beirat und die Prävention verstrickt. Ich habe diese Debatte um die Prävention nie verstanden, Herr Genzel. Und da muss ich Ihnen auch widersprechen. Sie haben vorhin gesagt, wir haben die Prävention aus dem Gesetz rausgenommen. Der Minister habe sie im Gesetz drin gehabt. Ich habe Prävention im Gesetzestext nie gefunden. Bei langem Suchen findet man Prävention in der Begründung. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was heute hier drin steht. Und das ist unmissverständlich. Unmissverständlich Präventionsaufgabe. Paragraph 5 Absatz 2. Das Amt für Verfassungsschutz hat auch die Aufgabe, die Öffentlichkeit in zusammenfassenden Berichten sowie Einzelanalysen über Bestrebungen und Tätigkeit, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, zu unterrichten. Es tritt solchen Bestrebungen und Tätigkeiten auch durch Angebote und zur Information entgegen. Was ist das außer Prävention? Das ist Prävention. Angebote zur Information werden durch das Amt wahrgenommen und es tritt damit entgegen. Wer das Amt anruft und sagt, können Sie mal bitte an unsere Schule kommen und was dazu erzählen, geht das Amt hin und hat sogar eine Rechtsgrundlage. Und Sie erzählen den Bürgerbündnissen, dass Sie die Prävention rausgestrichen haben. Das ist ja Hanebüchen. Hanebüchen. Sie sind gestartet als Tiger und gelandet als ganz, ganz kleiner Bettvorleger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben keine Konsequenzen aus dem gezogen, was wirklich in den Untersuchungsausschüssen 5.1 und 5.2 diskutiert wurde. Sie haben, und denn es war nicht die Prävention, die einen Kai-Uwe Trinkaus möglich gemacht hat. Es ist nicht die Prävention gewesen, die einen NSU möglich gemacht hat. Es war nicht die Frage des Amtssitzes, wo dieses Amt sitzt, ob am Haarberg oder oben in der Steigerstraße. Das war nicht die Frage, die gestört hat. Und es lag auch nicht an einer fehlenden Wohnraumüberwachung als Amtshilfe. Es lag an den aus dem Ruder gelaufenen V-Leuten. Und daran müssen wir was ändern. Es lag an und das haben Sie ja selber gesagt, an einer politischen Klasse, die ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Und daran endet Ihr Gesetzentwurf nichts. Nichts. Und es war, meine sehr verehrten Damen und Herren, die interne und ministerielle Kontrolle, die versagt hat. Und auch da ändern Sie nichts.
Deshalb brauchen wir einen Aufbruch in ein wirklich neues Gesetz und nicht diese kraft- und mutlose Politik der SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will nicht sagen, dass an diesem Gesetz alles schlecht ist. Will ich nicht sagen. Es sind Teile, die Stärkung der Parlamentarischen Kontrollkommission. Alle Kollegen hatten sich darüber verständigt. Und das soll ja auch gesagt werden. Die Parlamentarische Kontrollkommission wird in einem zweiten Schritt in dieser Legislatur gestärkt. Und wir unterstützen das sehr. Aber was Sie da in dem Paragraphen 11, Entschuldigung, was Sie da in dem Paragraphen 11 in den Absätzen 2 und 3 zur Wohnraumüberwachung, Entschuldigung, was Sie da gemacht haben, Kollege Koppe, ist darauf hinreichend eingegangen. Ich glaube, dass Sie hier in einem wesentlichen Punkt, vielen, vielen, vielen Dank, Frau Präsidentin, wenn Sie mir eine Minute kurz dazugeben. Ich gebe Ihnen eine Minute. Entschuldigung. Im Paragraph, vielen Dank, jetzt zu viel der Güte, zu viel der Güte. Ich kann nicht einen Bonbon nehmen und reden. Also ganz klar, Kollege Koppe ist darauf schon eingegangen, dass Sie erlauben, dem Verfassungsschutz Wohnraumüberwachung durchzuführen und das sogar als Amtshilfe für die Polizei normieren, ist eine Durchschlagung des Trennungsgebotes. Und ich will das ganz klar sagen, wir Grüne werden das in keinem Fall mitmachen. Dieser Weg darf in Thüringen nicht gegangen werden. Er führt zurück in alte und falsche Zeiten. Wir wissen das aus der NSU-Aufklärung, dass gerade das Zusammenarbeiten eine problembehaftete Sache war. Und eine zweite Sache, die wir ganz klar ablehnen, das ist die Beschlussqualität in der PKK. Wir werden niemals dafür zustimmen, dass V-Leute in bestimmten Beobachtungsprojekten eingesetzt werden. Die Landesregierung ist immer ganz schnell und auch die SPD dabei, allen Oppositionsfraktionen zu erklären, dass sie hier in verfassungsrechtlich schwierigen Gewässern sind. Ich finde, das ist immer keine gute Debatte, aber an der Stelle sind sie mindestens in Gefahr, diese Frage vollkommen falsch zu sehen. Sie durchschlagen das klare Gebot der Gewaltenteilung. Die PKK, die Legislative, hat der Exekutiven nichts zu erlauben. Wir können hier Gesetze machen, wir können dem, außer in ein paar haushaltspolitischen Fragen, wo wir Entscheidungen im Haushaltsausschuss treffen können. Ansonsten entscheiden die Ausschüsse nichts. Und das muss auch für die PKK gelten. Wir werden das in keinem Fall zulassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann nur eine Antwort geben auf die Situation in unserem Verfassungsschutz. Weg mit den V-Leuten, klare Verantwortung, unabhängige Kontrolle, lückenlose Dokumentation, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ein Grundrechtsschutz, der darauf beruht, dass alle danach benachrichtigt werden. Vielen Dank.